Wir ziehen das jetzt durch. Zomia bleibt. Für das Recht auf selbstbestimmtes Leben und Wohnen Wagenplätze verteidigen. Der Wagenplatz Zomia in Hamburgs Wilhelmsburg hat am 18.10.2011 eine Räumungsanordnung erhalten. Mit sofortiger Vollziehbarkeit. Ab gestern kann geräumt werden. Wann es passieren soll, ist unklar. Vor einem Jahr ist die Wagengruppe Zomia mit der offenen Besetzung eines Platzes in Wilhelmsburg angetreten, um nach den Wagenplatzräumungen in den 2000er Jahren auf die unveränderte Lage hinzuweisen. Menschen in Hamburg wollen nach wie vor gerne offen, kollektiv und selbstbestimmt im Wagen wohnen. Nach der Räumung der Wagenplätze Hellgrundweg 2000, Schützenstraße 2002, Patiusweg 2002, Bambule 4.11.2002, Wendebecken 2004, Parkplatz Braun und auf mindestens 18 Plätzen der Wagengruppe Dosengarten unter der Führung von Ronald Schill, Ole von Beust und auch dort bereits Markus Schreiber klafft noch immer eine tiefe Lücke. Aus für alle Bauwagen bis 2006 war damals das Motto der Rechtspopulisten. Wir ziehen diese Sache jetzt durch, lässt sich Markus Schreiber im Oktober 2011 zitieren. Und wenn nichts Unvorhersehbares geschieht, dann ist der Zomier Bauwagenplatz Ende November Geschichte. Jede Person in Hamburg und anderswo sollte über ihre Lebensform bestimmen können. Bezahlbarer Wohnraum und Wagenplätze in der Stadt Hamburg sind hier kein Widerspruch, sondern Notwendigkeiten, die sich aus dem Bedarf und den unterschiedlichen Wünschen von Menschen ergeben. Die scheinbare Notwendigkeit zur Vertreibung nicht erwünschter Personen, zur Aufwertung und Verwertung, für groteske Bauprojekte und die Errichtung immer neuer Büro- und Gewerbekomplexe, wo viele andere leer stehen, ergibt sich aus einer kapitalistischen Stadtentwicklung, aus der scheinbaren Notwendigkeit, in einem ehrenstädtischen Standort gerade mitteilen zu müssen. In dieser Logik wird verdrängt, vertrieben und verwertet, was nicht passt. Die vielen Brandherde des Protests gegen Aufwertung und Vertreibung flammen in der ganzen Stadt auf. Das Fass ist schon übergelaufen. Es reicht! Das lassen wir uns nicht gefallen. Lasst uns die Stadt selbst gestalten und das Recht auf Stadt in die Hand nehmen. Wir ziehen das jetzt durch. Markus Schreiber kann, aber er will nicht. Ihr schränkt uns nicht ein, nein. 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 Nein, ihr schränkt uns nicht ein, nein, wir schränken euch ein, nein, ihr schränkt uns nicht ein, nein, wir schränken euch ein, nein, ihr schränkt uns nicht ein, nein, wir schränken euch ein, nein! Wie sehr müssen sich die Konflikte zuspitzen, bis Menschen den Mut aufbringen, sich zu positionieren? Mietenwahnsinn, Zaun gegen Wohnungslose, Vertreibung von SexarbeiterInnen und vieles mehr. Wir können jetzt entscheiden, die repressive Law-and-Order-Politik dieses Mal gegen Wagenplätze zu stoppen und den Schreibers Feldzug der Verwertung und Vertreibung den Weg zu stellen. Seiner Vertreibungspolitik wird ein steifer Wind entgegen. Mit einer Wagenplatzräumung wird er zum Sturm werden. Die Fläche Zomias ist für die nächsten Jahre nicht verplant. Es gibt keine Alternativen. Zwei nicht annehmbare Vorschläge sollen als Nebelkerzen zur Räumungslegitimation dienen. Der Bezirk fährt die schillernde Linie. Bürgerschaft, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt und Bürgermeister, Staatsräte produzieren seit Jahren Verwaltungsakte und Ausschusssitzungen und glänzen mit Zurückhaltung. Ergebnis unterm Strich, Markus Schreiber darf weiter aufräumen, es reicht. Zomia ist einer von vielen und sie steht nicht alleine da. Unsere Forderungen sind einfach umzusetzen. Zomia da lassen, wo es ist. Wir fordern die sofortige Rücknahme der Räumungsanordnung. Wir fordern die Stadt Hamburg auf, Position zu beziehen für eine tolerante Stadt, für Wagenplätze und gegen Markus Schreibers Weltdruck der Vertreibung. Wir fordern nach den Handlungen der letzten Jahre und Monate von der Bezirksversammlung Mitte die Abwahl von Markus Schreiber als Bezirksamtleiter. Wir sind solidarisch mit den Auseinandersetzungen bei Lazien Ajuna, für den Erhalt der Hohen Kora, für ein selbstbestimmtes Rennviertel und mit den vielen weiteren Kämpfen für einen Rennlaufstaat. Jetzt ein Zeichen setzen für selbstbestimmtes Fliegen gegen unsoziale und neoliberale Stadtpolitik. Jetzt Wagenplätze verteidigen, jetzt die Räumung des Wagenplatzes Zomia verhindern. Wir ziehen das jetzt durch! Schreiber zum Mond schießen! Zomia bleibt! Und den gewonnenen Platz die nächste Runde heißt dann Zomia goes Gänseviertel. Einmal kurz ein Info. mehr an Koordinationsfähigkeit, oder? Was versalzt du denn hier? Warum hat die Polizei dich denn eben angehauen? Weil die haben mir nicht geglaubt, dass ich Presse bin. Die wollten mich auch da rausstreiken. Hey! Zu unterlassen, ja, und hier vielleicht mal dafür zu sorgen, dass der Wagen wie abgesprochen rauskommt und nicht hier weiter dumm rumsteht. Steiger zu Klima, wenn es bis jetzt noch keine Ansagen von dem Händler. Hey, bin ich was an meiner Team steht? Hey! Alter, hier steht doch dazu, um geschlagen zu werden, oder nicht? Ja, ist doch wahr, die provozieren das doch, Mann. Ja, guck das an. Hallo, die provozieren das. Die wollen auf eine Schlägerei aus. Und dann steht nächsten Tag in der Bildzeitung: friedliche Demonstranten eskalieren. Ja, warum? Wegen der Polizei. Friedliche Demonstranten wollten raus. Was haben die gemacht, Digga? Die haben keinen durchgelassen. Digga, und für so eine Scheiße bezahlen wir Steuern? Nee, wir brechen gar nicht mit ab. Die brechen die mit ab. Was die Leute angeht, mit denen sich hier vorne das ganze Feld überverbal anlegen. Die machen jetzt den Weg frei. Ja nicht von ihren Namen. Und zwei kriegt von dem Innenkollegen. Nein, aber nicht von dem, der die Freiheitsberaubung gesagt hat. Freiheitsberaubung, machen Sie doch nicht lächerlich. Das ist doch Quatsch, das wissen Sie doch selber, wenn Sie in Ordnung nachdenken. Hör auf, ziehen Sie ab. Ziehen Sie ab! Haben Sie die schon mal ausgewiesen? Ja, vielfach. Nee, doch, das macht man einfach so. Nee, das hört sich einfach so. Sie wollen unsere Namen haben, aber ich weiß von Ihnen noch nicht mal, wer Sie sind. Ich habe ja meinen Ausweis gezeigt. Ja, Ihren Ausweis. Und? Das ist alles so. Personalausweis, was meinen Sie jetzt? Mein Abgeordneten verpflichtet, Ihre Visitenkarte auszuhändigen. Was bin ich verpflichtet? Sie sind in Hamburg verpflichtet, nach der PDV 350, Ihren Namen und Ihre Dienstnummer mitzuteilen. Aha, das ist ja ganz interessant. PDV 350, lesen Sie mal nach. Genau. Mitteilen. Mitteilen. Das wurde hier gemacht, alles ist gut. Nein, ich glaube nicht. Natürlich, mach ich doch nicht frei. Alles ist gut. Wir brauchen hier keine Wasserwerfer. So sieht Demokratie aus. Haut ab, 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 haut ab. Die nehmen den Laut hier auseinander. Die nehmen die Leute fest. Ja, da muss man die anderen mal wieder hierher holen. Also ich habe schon hier weggehauen worden mit Fäusten. Ungefähr wie viele Leute? 30 Leute. Und das ist eben gerade noch passiert. Und der Laufstreifen ist jetzt quasi konfisziert von der Polizei. Genau, zieht euch zurück! Quasi konfisziert, wird durchsucht gerade. Also du hast das gesehen, wie sie die Leute vom Lautsprecherwagen weggeschubst haben hier eben, oder wie? Genau, also die haben halt zugezogen. Zuerst waren sie auf der rechten Seite vom Lautsprecherwagen. Da kamen dann schon Rufe zu uns rüber und kurze Zeit später haben dann angefangen, halt den Lauti-Schutz massiv zur Seite zu prügeln oder wegzuprügeln. Der Einsatz, das ging vor allen Dingen mit Tritten, Drücken, aber auch mit Faustschlägen. Wir wissen nicht genau, wie viele Leute noch auf dem Lautsprecherwagen drauf sind. Kann ich nicht einschätzen, aber es sind nur extrem wenig Leute da. Und wir wissen auch nicht, ob der gerade durchsucht wird oder nicht. Wir hoffen natürlich nicht, das wäre eine riesengroße, Frechheit von der Hamburger Polizei. Überhaupt das, was sie hier gemacht hat, das ist einfach unter aller Kanone und erinnert mehr an Schildzeiten. Was geht denn jetzt los? Ja, das war Werner vom FSK, der verletzt ist. Also wir haben Werner vom FSK so aus den Reihen gehauen, dass er mit dem Kopf auf den Asphalt geschlagen ist und liegt gerade verletzt auf dem Boden. Die haben ihn rausgehauen, haben ihn auf den Boden geschmissen, er ist auf dem Asphalt gefallen und dann verletzt. Oder? Hey! Hey! Alles gut, der junge Mann geht auch. Hier hat sich etwas sehr Hamburg-Typisches abgespielt. Seit Jahren darf keine Demo den Gänsemarkt passieren in Richtung Innenstadt, die Eigentumsfrage in dieser Stadt formuliert, die an den bestehenden Zuständen hier rüttelt. Und das ist mit der angedrohten Räumung des Bauwagenplatzes Zomia eindeutig der Fall. Hier wird gesagt, die Stadt gehört eigentlich uns, die Stadt gehört Leuten, die ihre Lebensentwürfe hier leben wollen. Aber hier soll ein Recht durchgesetzt werden, was letztendlich nur die Eigentumsverteilung, die in dieser Stadt massiv ungerecht ist, stabilisieren soll. Das soll durchgesetzt werden und deswegen dürfen keine Demos politischerweise in die Innenstadt. Was wirklich zu beobachten ist, seit Jahren gibt es den Polizeimenschen, Herrn Dudde. Dieser Herr Dudde ist außerhalb jeder Kontrolle, egal ob von einem SPD-Senat mit Brechmittel-Scholz oder einem CDU-Senat mit dem Innensenator Schlagstock-Ahlhaus, es ist völlig egal. Dieser Herr Dudde kann politisch entscheiden, welche Demo in die Stadt darf und welche nicht. Und diese Demo, ihr wurde das Recht verweigert, ohne dass etwas passiert ist, ohne dass etwas nach dem Polizeirecht, nach dem Versammlungsrecht Relevantes passiert ist, wurde die Demonstrationsroute kurzfristig verlegt. Das heißt, es wurde eindeutig klar gemacht, wer hier das politische Sagen in dieser Stadt hat und wer über das Versammlungsrecht herrscht. Ich habe Schubsen gesehen, ich habe Drängeln gesehen, ich habe gesehen, wie jemand im Rollstuhl quasi überrannt wurde. Der Lautsprecherwagen, durch den die Ansagen gemacht wurden, ist offensichtlich beschlagnahmt worden. Die Leute, ob sie jetzt festgenommen in Gewahrsam sind, ist zurzeit völlig unklar. Wir machen uns alle riesige Sorgen. Daraufhin entstand natürlich ein Solidarisierungseffekt. Das heißt, es waren Menschen da, die wissen wollten, was passiert mit diesen Menschen im Lautsprecherwagen. Die wurden dann kurzerhand auch eingekesselt und konnten wurde auf eine kleine Gruppe reduziert von ungefähr 30 Leuten, die sich nach wie vor in diesem Kessel befinden. Was ich selber ganz konkret mitbekommen habe, ist, dass die Demonstration die Aufforderung bekommen hat, abzuziehen, dass es aber gar keine Möglichkeit zum Abzug gab. Das war im Prinzip eine Wiederauflage des Hamburger Kessels. Ich würde sogar sagen, es hat eindeutig die Grenze überschritten des rechtlich Zulässigen nach Versammlungsrecht, nach Gefahrenabwehrrecht, weil uns ja gesagt wurde, wir wären keine Versammlung mehr. Es wurde die Grenze überschritten, es durften die Leute nur einzeln bis zu dritt nach hinten hinaus die Demo verlassen. Die Wagen durften nicht mehr wenden. Dadurch entstand eine Blockadesituation. Die gesamte Demonstration war eingereiht von Polizei in Dreierreihen. Das heißt, ein massives Bedrohungsszenario wurde einfach so ad hoc installiert, eben um Druck auf die Demonstration auszuüben, um auch psychologischen Druck auszuüben, um auch die Situation eindeutig eskalieren zu lassen, damit man im Nachhinein auch eine Medienarbeit machen kann und sagen kann, ja, schaut, es war auch berechtigt, diese Demonstration nicht in die Innenstadt gelassen zu haben. Mhm. Was ich an dieser Situation wirklich so paradox finde, ist, dass ausgerechnet der Lautsprecherwagen, der dafür gesorgt hat, dass diese Situation nicht weiter eskaliert, durch die permanenten Ansagen, dass es eben noch gar nicht nach hinten hinausgeht, obwohl die Polizei sagt, man soll die Demonstration verlassen, dass es noch gar nicht nach hinten aus möglich ist, die Polizeiketten zu durchqueren. Das wurde ständig transparent gehalten durch den Lautsprecherwagen. Dadurch entstand eben keine Unruhe, die eben eigentlich wahrscheinlich verursacht werden sollte. So hat es zumindest den Anschein von vorne gehabt. Und genau dadurch entstand keine Unruhe. Und dieser Lautsprecherwagen, der soll jetzt eben beschlagnahmt worden sein. Das ist ein absolutes Paradoxon, das ist sogar eine Sauerei und das sieht nach absoluter Absicht aus. Die Polizei hat das Versammlungsrecht vollständig missachtet. Sie hat ohne jeden Anlass aufgestoppt und unter dem fadenscheinigen Grund, der Verkehr würde noch fließen und hat dann gesagt, die angemeldete Route und ja, auch nicht beanstandete Route dürfte nicht genommen werden. Und damit hat sich die Demonstration beendet. Also die Versammlungsfreiheit hat sie selber aufgelöst, aber die Demonstration kam ja nicht bevor und zurück. Sie haben vor allem den Lautsprecherwagen zunächst mal beschlagnahmt. Ja. Der Lautsprecherwagen ist inzwischen weg. Wir wissen nicht, ob ihn die Polizei weggefahren hat oder ob ihn irgendjemand von der Versammlungsleitung weggefahren hat. Sie haben jedenfalls ohne jeden Anlass die Leute von dem Lautsprecherwagen runtergeholt und haben ihn erstmal beschlagnahmt. Ja, muss ja insgesamt festhalten, die Demo hat nicht ganz die Hälfte geschafft von dem ursprünglich geplanten Demo-Route. Ja. Und das ist leider, kann man sagen, in Hamburg, also diese Missachtung des Versammlungsrechts durch die Polizei und insbesondere durch den Einsatzleiter Herrn Dudde, kann man sagen, ich hoffe, dass die Veranstalter da gerichtlich gegen vorgehen, damit es geklärt und festgehalten wird. Aber wir erleben es in Hamburg immer wieder, das Versammlungsrecht spielt für die Polizei, hat für die Polizei keine Bedeutung.